Morgen, gut geschlafen? Sehr gut geschlafen. Was machst du denn da? Wasser auffüllen. Also wenn man echt Platz hat, sollte man sich sowas gönnen. Definitiv. Ne, 4 Grad lassen wir. Okay, heute ist so der vierte Tag. Ja, das stimmt. Heute ist der vierte Tag. Morgen ist zu Ende. Ja, langsam hast du dich dran gewöhnt, glaube ich. Kann das sein? Ja. Gefällt dir? Langsam gefällt mir das. Jetzt erstmal nochmal durchchecken, bevor wir losfahren. Wasser kontrolliere ich einmal. Wasserstand ist super, so wie ich gestern aufgefüllt habe. Ja, nichts verbraucht. Sehr, sehr schön. So, einmal Sichtkontrolle. Sehr, sehr wichtig. Und perfekt. Alles ist fertig. Dann geht's ja los hier. Dann machen wir erstmal das Wichtigste überhaupt, Alter. Der guckte mal, wie viel wir laden. Echt jetzt? Natürlich. Cool. Wir fangen heute an mit. Unser Taximeter sagt schon. 8 Euro. Am vierten Tag fangen wir mit 2031 Kilometer an. Alter, was ist das Wichtigste? Auto waschen. Die Felgen aussehen. Ja, das geht schon ziemlich schnell. Ne? Da ist so viel Brennstoff drauf. Der Arme. Genau, das meine ich. Jetzt nur noch mit Frischwasser drüber und das war's. Wirst du niemals für Auto benutzen. Sieht man auch. Wohin geht's jetzt als erstes hin? Also zum Foltermuseum. Auf so einem ganz komischen. Alter, den Weg? Ich boah, weiß nicht, ob das überhaupt richtig ist. Ungeführt. Ich glaube, du musst die ganze Strecke gleich rückwärts zurückfahren oder so. Du hast ja gesagt so. Ich weiß es aber nicht. Guck mal, das ist ja voll Porthol. Guck dir mal die Straße an hier. Oh mein Gott. Vor allem, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Weiß ich auch nicht. Sollen wir mal kurz fragen? Nicht. Nee, brauch auch nicht. Oh je. Ach, guck mal. Doch, hier ist auch Portola. Echt jetzt? Ja, ist schon richtig. Cool. Na, es geht eigentlich. Also die Reifen müsst ihr euch mal anschauen. Ach, guck mal. Hier, aber Geländefahrzeug. Weich. Weich aber. Nicht ja, so aber furchtbar warm ich zum Fahren. Also macht ihr die extra nochmal warm, also Burnouts, damit die warm werden, nein, oder? Nein. Brauchst du nicht. Aber machen die Geräusche? Oh ja. Wie hast du das gerade schön gesagt? Als wären alle Radlager kaputt. Alle 4. Ja. Und wann merkt ihr, wenn ein Radlager kaputt geht da? Gar nicht. Mehr so Offroad-Strecken oder so, oder? Weil es geil aussieht, komm. Das sieht aber echt gut aus. Ja, siehst du? Ich hätte es auch gemacht. Den Wagen brauchst du gar nicht mehr tiefer legen. Was ist das für eine Größe da? Die sehen aus, als wären, ich sag mal, 100. Ne? Weil normalerweise 70 wäre hier und dann hat man noch die Profile, was, glaube ich, so 2 Zentimeter gehen. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, wenn man so Schlamm und so fährt, das ist schon geil. Es reicht ja nicht, dass wir immer berghoch fahren. Jetzt laufen wir berghoch. Genau. Und was sagt dein Getriebe? Mein Getriebe geht's gut. Da stand auch Ritterspiele. Ich glaube, hier werden Ritterspiele gespielt. Überall diese Potholer hier. Und? Was gab's oben? So eine Stufen, eine Aussichtsplattform. Ja, bin mal gespannt. Auf der Burg. Sind wir jetzt ganz oben, ne? Ja. Geil. Und jetzt ab in die Folterkammer. Der eine oder andere wird es kennen aus dem Schlafzimmer. Das ist die Streckbank. Boah. Auf die Spitze. Immer wieder hoch und immer wieder runter. Boah. Das ist krass. Anfassen ist gleich verboten. Oh, Guillotine. Wo ist der Korb? Der Korb fehlt. Der war bestimmt voll. Ach, hier ist noch mal eine Guillotine mit Korb, siehst du? Mhm. Wird der gekocht oder was? Und hier? Hat er gedreht oder? Ja, ein bisschen schwindig. Mit Rädern. Boah. Und dann verblutest du einfach. Ach du meine Güte. Und das hier? Die Säge. Boah, was ist das denn? Ach du meine Güte, das ist schlimm.
Was denn? Der wird durchgesägt. Noch mehr Schandmasken. Das ist Bauchmuskelübung. Storch. Ein Stachelstuhl. Heftig. Also das ist... Gut, dass wir nicht im Mittelalter sind. Definitiv. Stell dir vor, ich wäre zu schnell gefahren oder so. Ja, dann kommst du erstmal hier die Daumenschraube oder so. Weißt du schon wohin? Ja. Als nächstes? Wir sind ja hier im Spital. Da, ne? Genau. Okay, und wollen jetzt? Runter nach, hier wo da 3X steht, Soča. 3X, dahin? Genau. Das ist schon Slowenien. Aber dann geht's runter nach Italien erstmal rüber. Mhm. Und dann nach Slowenien rein und dann über Slowenien wieder zurück nach Österreich. Also Portorelli ist das schönste, solche Orte zu sehen. Das ist eine Sprungschanze, ne? Ist das eine Schwungschanze? Müsste eine Skisprungschanze sein, ja. Boah. Lago di Predil, das kommt nachher. Alter, da wollten wir sowieso. Ja, das ist es, ja. Das ist schon Slowenien. Na, das müsste noch an der Grenze genau liegen. Genau, Italien, Slowenien-Grenze. Was ist denn hier passiert? Wir haben irgendwas von oben, ne? Da sind Brocken von oben gefallen. Hast du das gesehen? Ja. Krass. Das ist auch eine sehr schöne Route. Da oben ist ein Fluss, das sieht wunderschön aus, aber ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Oh, jetzt siehst du das. Ja, nicht wirklich. Aber immer wieder mal, ja, jetzt sehe ich ein bisschen was. Wunderschön. Wunderschön, ey, wenn wir hier stehen bleiben könnten, ne, runterlaufen. Ja, wenn wir so runtergehen, dann ein bisschen gucken. Schade. Müsste man echt machen eigentlich. Bestimmt sogar endlich. Endlich, ich wieder Berge, ich kann wieder spät schalten. Ich muss auch sagen, Italien ist sehr, sehr schön. Österreich ist sehr, sehr schön. Slowenien ist sowieso schön. Jetzt werden wir Slowenien nochmal sehen. Der ist nicht voll. Ja, vielleicht wird er ja noch voll. Wenn es mal richtig regnet vielleicht, dann würde bestimmt wieder ein bisschen was durchfließen. Ja. Der ist ausgetrocknet, ne, irgendwie. Sieht so aus, aber vielleicht ist das ja auch so. Vielleicht kommt das und geht das. Das kann sein. Mal geil aus. Man, lauter so verlassene alte Häuser hier überall, oder? Lost Places, das hier. Lost Places, ja. Langweilt sich schon. Ja, ich glaube auch, dass er sich langweilt. Du darfst hier keine normalen Strecken geben, sonst sagt er, ne. Will ich nicht. Ich will aus meinen Bremsen brennen. Hier ist Sujo. Ui. Ui. Kannst du hier anhalten, oder? Oh, hier oder was? Nee, mach ein bisschen weiter. Irgendwo, wenn man doch wirklich. Wow. Jetzt Ui. Müsst ihr ja gleich. Rechts ein See sein. Ich bin gespannt. Aber was ist das für geile Straßen, die heilen euch? Total schön. Ja. Also wenn du irgendwo halten kannst, bitte anhalten. Aber hier. Nee, das machen wir nicht. Oh, das hätten wir machen können. Alter! Mann, ich will auf Dreh um, geh da hin. Wirklich, das ist wunderschön. Hey, weißt du, was geil bei Mercedes ist? Das liebe ich hier. Wendekreis. Wendekreis. Hui. Ab zum See. Hier runter bitte. Aber ich komme da umdrehen. Alter, ich weiß nicht, was ich liebe bei diesem Auto. Ich muss aber gucken, dass keiner kommt jetzt. Ne? Ich liebe diesen Wendekreis. Das ist Portholstrecke hier. Ist das hier Dings? Ist privat oder so? Kann man ja fahren. Ja, wo privat? Was weiß ich. Oh, wunderschön, guck mal. Hier ist ein deutsches Auto hier. Guck mal, wie schön. Guck dir das mal an. Das
Also das war jetzt auch eine Sehenswürdigkeit. Nein, das war einer dieser Point of Interests, genau. Hä? Das war einer dieser Point of Interests. Okay, super. Das sieht krass aus hier. Boah, wie geil das aussieht. Wahnsinn. Das ist voll schön hier. Ich fühle mich nicht gut. Ja, ne? Gut. Ich bin verliebt. So ein schöner Ort. Ich will hier nicht weg. Müssen wir gehen? Wenn du eine neue Kamerafrau besorgst, dann kannst du gerne bleiben. Lago di Predil. Wunderschön. Wunderschön, wirklich. Vielleicht gibt es ja noch so einen Aussicht. Ich würde am liebsten hier bleiben. Ach, guck mal hier, das ist wunderschön hier. Siehst du das? Herrlich. Herrlich. Das sag ich dir. Guck mal, gleich ist es noch mehr Eilish. Meinst du, jetzt gehen wir hoch, sodass klar. Wir dann gleich einen, sogar einen besseren Ausblick haben? Na, Pro. Hat es dir denn gefallen? Du hast gar nicht so reagiert. Es war sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ein sehr schöner Ort. Da wird bestimmt, da kommen die bestimmt im Sommer so alle so, ne? Ja, da ist bestimmt voll. Aber wir haben doch Sommer. Ja, aber es ist noch nicht so ganz so warm und es ist wochentags. Ich denke, am Wochenende ist da bestimmt mehr los. U-Kurve. Oh, oh, Alter, das war, das war eine fette U-Kurve. Wir sind immer noch in Italien. Sind wir noch, genau. Aber hier ist die Grenze gleich. Wo ist die Grenze? Da siehst du, es ist die schwarze. Ja, genau, die schwarze Linie hier. Ich möchte gleich rübergehen nach Slowenien, würde ich sagen. Ja. Ui. Dann noch ein Schlagloch. Es ist so geil, wenn man das Auto. Schlagloch. Egal. U-Kurve. Egal. Berg. Egal. Old Slowenien in 150 Meter. 24 Stunden Licht an. Boah, Slowenien. Wow, guck mal, diesen Berg sieht man gar wow, nicht. Wow, ja. Ey, wir sind schon mittlerweile Bergspezialisten geworden, ne, Eidosch? Irgendwann, allerdings, Mount Everest ist drin, sag ich dir. Und da gehe ich nicht hoch. Da bringt mich niemand hoch. So, Slowenien. Eine alte Burg oder was? Alte Burg, ja. Heftig. Oh, wie viele Leute auch überall anhalten und irgendwelche Sachen gucken. Ne? Also es ist, ja. Ich glaube, da unten ist vielleicht auch so ein Wanderweg oder so. Genau, irgendwas. Genau, wow. Hier. Ah, hier muss man aufpassen. Wow, was ist das denn? Mitten auf der. Das war bestimmt mal so. Ja, guck mal, das gehört dazu, zu der Burg. Oben. Aber wie machen, warum machen die den Burg denn von der Mitte kaputt? Ganz ehrlich, Porthole Rally. Vergiss die Berge mal. Vergiss mal diese 500-Euro-Auto, 50-PS-Auto oder 500.000 gelaufen. Vergiss das alles. Diese Stellen zu sehen, guckt euch mal das an. Das ist Wahnsinn. Guckt euch das an. Bilderbuch einfach. Ja. Aus dem Kalender. Ey, wir fahren mit Eidosch manchmal 30, wir merken das nicht. Und dann beschleunigen wir auf 50 und ich denke, ich fahre 200. Was ich sagen möchte, macht diese Pothole Rally. Ich guck dir das mal an. Um diese Ortschaften zu sehen, nur um das zu sehen, ja. Lohnt sich das schon. Guck dir das mal an. Wunderschön. Nur wegen das, guck dir diese geilen Straßen an. Okay. Sind ein bisschen manchmal auch kaputt, aber. Aber es heißt ja Porthole. Für mich ist das eh egal. Das ist echt wunderschön. Boah. Ey, guck, das haben wir immer gesagt. Slowenien ist so flach, so. Ein paar Mal so schön vorbei. Weißt du, das habe ich immer gesagt früher. Slowenien ist so flach, so. Hab ich nicht gesagt. Ich habe das immer früher. Okay. Die Straßen an. Für uns Mercedes überhaupt kein Problem, einfach durchfahren. Sehr schön. Oh, dies. Und dann auf einmal voll die modernen Straßen. Mr. Match. Boah, stell dir vor, mal das durch. Du fliegst hier runter, wenn du hier die Kurve nicht kriegst. Hör auf. Boah, darf man ja nicht mal denken. Guck mal, was für schöne Häuschen so. Ey.
normalerweise die Straße so schlecht, ne? Heidusch. Ja, aber für unseren Auto überhaupt kein Problem. Ja, ist alles genau. Neu. Ja, aber auch wegen diesen 1000 Querlenker, die er hat. Natürlich. Ne, das ist überhaupt kein Problem. Schlaglauch. Ach. Oh ja. Hab ich nicht mal gemerkt. Guck dir das mal an. Heftig. Ach, ist das schön. Das sieht auch gefährlich aus hier, die Kurve. Hui! Ja. So ja, boah, und dann noch so ein Ding, Sprungschanze so. Ja. Fliegst erstmal so 500 Meter runter. Ja, guck mal, so tief ist das. Ja. Hui! Jetzt kommt. Sieht man das, wie tief das ist? Ich hab das vorhin, nicht. Vorhin, der andere war besser. Die andere Stelle vorhin. Also hier würde ich auf jeden Fall. Und hier steht 90 km/h fahren. Wie denn? Also der fährt hier 90. Der fährt auch nur einmal 90. Der fährt nur einmal 90. Hier braucht man kein Radar. Fahr, wenn du schneller fahren, ist wahr. Ey, wenn du gerissen. Was ist das? Kennzeichen leuchtet hinten links ausgefallen. Ja, wäre schon wieder immer der mit deinem. Shit! Baby, Dankeschön für diese Bilder, ehrlich. Die werde ich nie in meinem Leben vergessen. Komm du mal jetzt hier drauf. Ja klar. Wir sind seit 14 Jahren fahren wir durch Slowenien und ich wusste nicht, dass Slowenien so schön ist. Kresnitz, glaube ich. Bin jetzt nicht ganz sicher, wie der jetzt heißt. Schöne Grüße. Er guckt meine Videos von hier aus Slowenien und der sagt auch immer, er sagt, Slowenien ist wunderschön.
hat er vollkommen recht. Bestätigt. Ja. Definitiv. Die Kamera. Aber wenn du runterfällst, nicht, dass die Kamera kaputt geht. Ja, genau. Angenehm. Zeig mal. Oh mein Gott. Hey. Nee, da gehe ich nicht rein. Also die Sehenswürdigkeiten haben wir heute echt gut gefunden, ne? Ist heute eigentlich auch vorbei, jetzt Richtung Wörthersee. Ja, aber das möchte ich jetzt auch mal austesten hier. Leute. Gucken wir mal, wo da hingeht. Ui. Wir Männer können es nicht anders. Wir müssen was reinschmeißen. Wer trifft diesen Stein? Welchen Stein? Meinst du, wir können überhaupt im Wasser das berühren? So, den da? Natürlich kann man den berühren. Meinst du den? Ja, aber... Oder den? Haha! Nein, der war ein bisschen zu weit. Oh, der war zu kurz. Ja. Der war auch zu kurz. Ey, wir berühren den da vorne, den Groben. Nein, erstmal den. Ey, ich hab's probiert. Jetzt? Ja. Kann ich nochmal machen hier. Siehst du, oh, Takt, Mann. Hast du gehört. So, was noch probieren? Den da drüben. Ja, hab ich. Hast du? Ja. Ich hab gewonnen. Okay, komm. Ist super, Auto hat keine Probleme. Wir haben 2200 Kilometer. Wenn wir ankommen, sind wir bei knapp, ich glaube, 2350, so um den Dreh müssen wir haben, sogar 400. Ja. Unser Taximeter sagt schon 6037,50 €. Ja. Und es tun auch viele Fischen da im Fluss, richtig schön. Wir fahren ja daran so entlang, ne? Ja. Ich erscholle zwischen den Bergen. Fängt wieder an. Ja, der Tag darf ja nicht ohne einen Berg enden. Ne? Natürlich. Und da sieht man erstmal richtig, was für einen Berg wir umfahren müssen. Oh, ich dachte gerade, was macht das Auto für ein Geräusch? Ja, jetzt fängt es an. Ab geht's. Guck dir das an. Ja, ich weiß. Boah. Ich bin mal gleich gespannt, was für ein Berg das ist. Ich auch. Geschafft, glaube ich. Was, wow, haben wir geschafft? Was ist das denn hier? Oh, war ein Haus oder was? Ja, Mittelalterhaus. Ein altes Häuschen hier, aber warum, weshalb, wieso? Kann ich denn nicht sagen, was ist das hier? Oder fahren wir noch hoch? Es geht noch hoch. Es geht nicht mehr hoch. Lass mal gucken. Doch, es geht noch weiter hoch. Geht noch hoch. Sag ich doch. Okay. Denkst du, du kommst so leicht davon? Dachte ich. Ja, aber weißt du, was geil ist? Desto höher wir fahren, desto schlechter sind die Straßen. Den Streckenverlauf. Ja. Das merkt man bei uns natürlich nicht, aber glaub mir. Aber ganz ehrlich, es gab in Österreich, weißt du noch, so eine gewisse Strecke, wo wir so einen Berg hochgefahren sind. Genau so. Nein, das war viel schlimmer als das. Da gab es wirklich so ganz wenig Platz. Ja. Steil nach unten. Oh mein Gott. So, 35, Eidosch. Oh Gott, guck mal die Straße. Guck mal langsamer. Was machst du? Was war das? Nichts, ich hab Dings angemacht. Tempomat was hast du? Angemacht. Hier machst du Tempomat an? Ja, natürlich, bei 30 und dann mache ich Tempomat. Und nicht gerade in der Kurve, bitte. So, und dann Tempomat 31, 30. Dann schaltet er schön. Guck dir das mal an, ey. Das ist ja echt eine komische Strecke. Ich würde mal gerne vor manchem Porto in einem Auto sitzen bei dieser Strecke. Weißt du, wie sich das anhören müsste bei denen? Wegen den Reifen jetzt oder wie? Gelenke! Ach, Gelenke, die ja, werden alle kaputt sein. Mehr, ja, hast du recht. Ja, da kommt der Mechaniker wieder in mir hoch hier. Ja. Guck mal, bei denen hier, Alter, hörst du irgendwas? Nein! Guck dir die Strecke mal an. Ich hab's schon, das ist die richtige. Ja, wir können sogar noch so fahren. Da haben wir noch ein paar Schlaglöcher noch mehr nehmen.
jetzt hier ganz verrückt oder was? Mach langsam! Oh, Schlagloch! Da hat man nichts gespielt. Richtig. Aber ich muss den Abstieg, muss ich sagen, ist schon eine interessante Straße, oder? Sehr schön. Und es geht wieder da lang. Guck mal, da hat jemand so einen Stein aufeinander gestapelt. Magst du was? Sie auch Steine stapeln. Eine schöne Stelle, wo er stehen geblieben ist. Wenn der nicht da wäre, wäre ich jetzt da. Ey, was für eine coole Brücke. Das erinnert mich an irgendeinen Film. Rocky, alle sehr ja, viele Filme. Ja, Rocky, wo du jetzt gerade gesagt hast. Das sind so ein paar Filme, wo auf so einer komischen Brücke was passiert oder so. Die hatten ja kein Wasser gehabt, ich habe alles in den Kühlschrank reingemacht. Ey Leute, glaubt nicht, das Ding ist arschkalt geworden. Guckt dir das an. Ja, dann schon. Geschlagen. Geil. Das ist geil. Bei 27 Grad. Und kalt? Aber wie? Sowas von, ne? Wow. Slowenien ist vorbei. Für heute, genau. Morgen geht's ja weiter. Ja, wir sind wieder in Österreich. Hey, was ist das? Weiß ich nicht. Panzer oder ist das? Ein Panzer. Wow. Dieser Panzer ist ein Mahnmal. Wow. Nee, es gibt ein Bunkermuseum. Deswegen, das ist jetzt so ein Hinweis darauf irgendwie. Achtung, afrikanische Schweinepest. Was heißt das denn? Neu hier. Wir sind angekommen, wir sind jetzt im Hotel. Morgen ist der letzte Tag. Wir haben heute insgesamt, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig, 250 Kilometer, kann das sein? Taxipreis ist bei 6.165,10 €. Da bin ich mal gespannt, wenn wir im Witten sind, wie viel Euro da steht. Also das ist jetzt keine billige Taxifahrt. Vielleicht sogar die längste Taxifahrt der Welt. Ansonsten, Auto geht's gut. Wir sehen uns morgen beim letzten Teil und da bin ich mal gespannt, wo es morgen hingeht. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.